erste Frage, mein Freund. Oh je, fängt schon an. An welchem Fuß ziehst du deine Schuhe zuerst an? Sag jetzt nicht, du hast ein Ritual und ziehst. Nein. Ich glaube an den linken. Oder? An den rechten? Wenn du das nicht weißt, machst du es immer ab. Mehr Füße haben wir ja nicht, oder? Nein, ich glaube zuerst den linken. Zuerst mache ich den linken, ja. Okay. Zuerst den linken. Du ziehst deine Frage, jetzt, mein jetzt Freund. Jetzt bin ich. Jetzt aber bin nicht ich. Die. Die war nicht. Hast du das jetzt nicht zurückgelegt? Warte, ich muss nur mein Handy auf lautlos. Das wäre klug, ja. Mach das. Ich gehe da ganz tief rein. So, lala, was haben wir da für den lieben Markus uns vorbereitet? Dein Lieblingsgetränk. Sag jetzt nicht Wasser. Noch Nein. dazu Leitungswasser, bitte. Apfelsaft mit Wasser. Ja, so, okay. Na, da hast du aber ganz weit aus dem Fenster gelehnt. Wahrheit, nichts als die Wahrheit. Natürlich, immer. Das schlimmste Kleidungsstück, das du dir vorstellen kannst. An mir? An mir oder allgemein? Ja, auch an dir. Wär mal lieber. Ich würde es gern wissen, was an dir das Schlimmste ist. Das Schlimmste? Ich glaube, ein Hut. Ein Hut geht nicht. Weil ich hab so einen schönen runden Kopf, da wäre ein Hut drauf viel zu schade. Oder Kapperl wird aber gut passen. Sehr gut, jetzt bin ich wieder dran. So, da gibt es ja auch solche, die haben Farben. Die dürfen man auch ziehen. Soll ich jetzt eines? Nein, die nicht, nur die ohne. Nein, ich nehme jetzt so eine mit so einer Farbe. Das schaut aus wie ein Buch, das man aufmacht. Und da dein erstes Buch, das du liest. Wer ist der beste Linksfuß, mit dem du jemals zusammengespielt hast bei der Vienna und kommt aus Tschechien? Na, Spaß. Was war dein schönster Moment im Fußball? Hast du gut geglaubt, gell? Na. Was war dein schönster Moment im Fußball? Da gibt es viele, gell? Dadurch, dass es so viele schöne Momente gegeben hat, fällt es mir schwer, aber ich würde sagen, die zwei Meistertitel mit Rapid Wien und die Teilnahme an der Europameisterschaft mit National. Ich lese noch einmal. Nein, durch. Ich nehme zwei. Verstehst du? Okay. Ich nehme zwei. Okay, aber die. Auch wenn nur eine nehme, ja, kann ich nicht zwei. So, da, ich bin dran. Darf ich die bunten auch nehmen? Na. Was hast du vom Fußball für dein Leben gelernt? Fußball ist mein Leben. Gelernt? Hast du nie eigentlich so richtig. Ich habe durch den Fußball irrsinnig viele Freundschaften schließen können. Sehr viele. Du hast den kennengelernt. Fußball ist eigentlich mein Leben. Also dadurch. Kann ich eigentlich die Frage nur so beantworten. Und so also nicht geben. Beantworten. eigentlich nicht beantworten. Aber Fußball ist mein Leben. Lass mich so stehen. Ist doch schön. Das würde ich so stehen lassen. Bin ich jetzt noch einmal dran? Ich muss die Runde beenden, weil ich der Jüngere bin von uns beiden, was man fast nicht so sieht. Aber jetzt nehme ich noch einmal so. Gut, das muss ich wieder zurücklegen. Welchen Spitznamen hast du? Na gut. Muss ich das beantworten? Das steht sogar, wenn du zu ihm nach Hause kommst und bei ihm anläuten willst, steht es sogar dazwischen, zwischen den Vor- und Nachnamen, steht sogar der Spitzname drinnen. Aber ich glaube, das wissen eh alle. Genau. Mäcki. Ja. Aber wer weiß das nicht, ganz ehrlich. Dankeschön.